Das ist das letzte Video. Hallo Freunde des gepflegten Clickbaits und willkommen zu meinem letzten Video auf diesem Kanal. Und nein, keine Sorge, natürlich bleibe ich euch erhalten, auch wenn dies ein kleines Abschiedsvideo ist. Denn auch wenn viele von euch der Meinung sind, dass YouTuber ja gar nicht arbeiten und sich nur in der Sonne ahlen und das Geld zählen, ist das wahre Leben der meisten YouTuber ja leider nun mal doch ein anderes. Ja, es gibt sicherlich einige Kanäle, die mit extrem wenig Arbeit unfassbar viel Geld machen, aber zu diesen Glücklichen kann ich mich leider nicht zählen. Aber ich will mich gar nicht beschweren, mit so einem Hardware-Kanal wie diesem hier geht es einem finanziell schon ziemlich gut. Jedenfalls um Welten besser als noch in meinem alten, drögen Bürojob. Aber einen Nachteil hat die Selbstständigkeit bei den meisten, denn das mit dem Selbst und ständig, das ist leider wahr. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, mit diesem YouTube-Kanal hier startete ich im Juli 2015 so richtig durch. Anfangs noch mit Retro-Videos, Smartphone-Reviews und so weiter. Ich musste halt noch so ein bisschen das Passende für mich finden. Dann kamen halt die News dazu, die dann halt der Kern dieses Kanals wurden. Aber wichtig sind halt regelmäßige Videos. Und die lassen sich nur drehen und hochladen, wenn man natürlich regelmäßig arbeitet und nicht, wenn man faul in der Sonne rumliegt. Daher habe ich seit geschlagenen 7 Jahren keine Woche am Stück mehr frei gehabt. Und ja, natürlich war ich mal hier und da ein paar Tage unterwegs, aber ich habe immer für Videocontent gesorgt und das Thema YouTube war auf jeden Fall immer präsent. Und nun zum ersten Mal seit unglaublichen 7 Jahren mache ich aber eine ganze Woche Pause von YouTube und Urlaub. Und ich hoffe, ich kann das natürlich auch durchziehen, wobei es durchaus sein kann, dass ich den einen oder anderen YouTube-Short mal bei extrem wichtigen News bringe. An sich möchte ich die Woche aber wirklich mal komplett von YouTube abschalten. Und daher sage ich jetzt auch Tschüss, aber keine Sorge, es wird nur keine News geben. Trotzdem habe ich dafür gesorgt, dass alle 2 Tage ein Video kommt. 2 Videos sind schon vorproduziert worden und 3 Streaming-Auskopplungen aus Twitch. Mit meinen beliebten Setup-Streams wird es noch geben. Ihr werdet wirklich sehr, sehr starke Gaming-Setups der Community sehen, also ihr dürft euch auf jeden Fall drauf freuen. Ja, und das erste News-Video dürfte dann ab dem 14. September wieder kommen. Also ja, es ist ein bisschen mehr als eine Woche Urlaub, aber die habe ich mir, glaube ich, auch mal redlich verdient. Gern würde ich übrigens auch mal 4 Wochen komplett abschalten, aber das geht in diesem Beruf einfach überhaupt nicht. Allein der finanzielle Ausfall wäre natürlich immens. Tauschen möchte ich aber trotzdem nie wieder mit meinem alten Job. Sehr wenig Geld, Chefs, denen du völlig egal bist, keine Chance mal wirklich deutlich mehr Geld zu verdienen und halt ein ziemlich dröger Büroalltag. Aber die Kollegen, die vermisse ich auf jeden Fall, das gebe ich durchaus zu. Naja, dafür fahre ich jetzt halt mein Traumauto und habe endlich mal die Möglichkeit auf eine eigene Immobilie. Und außerdem bekomme ich mehr Lob von der Community an einem Tag als jeder Angestellte auf diesem Planeten, glaube ich, in seinem ganzen Leben. Und das Tolle ist, ich kann halt einfach machen, was ich will. Und Lohnerhöhung, die gebe ich mir einfach selbst. Ja, das YouTube-Leben ist schon toll, also genieße ich es natürlich, solange es noch läuft. Aber jetzt genieße ich erstmal ein paar Freitage und hoffe, die werden euch nicht zu lang werden. Genießt die Zeit bis dahin, bis zum 14. September mit den ersten richtigen News nach meinem Urlaub. Und ich sag mal wieder, danke fürs Zuschauen. Bis dann.